So, hallo zusammen. Martin ist schon da. Gleich mal ausgecallt hier. Mal, könnt gerne Bescheid sagen, ob der Ton irgendwie zu laut ist. Mach das mal ein bisschen leiser hier. So. Ja, Erik, danke. Bevor es losgeht, schauen wir uns mal an, um was es heute überhaupt geht. Und zwar schauen wir uns mal den Kurs an. Die Strecke ist The Magnificent Eight. Magnificent Eight. Habe ich nicht hingeschrieben. Ist ja auch nur ein Name. Also die Strecke ist flach. Ja, keine Ahnung wie flach. Flach wie die Witze von Mario Barth oder so, glaube ich. 29 Kilometer. Und wir fahren diesmal ein Chase Race. Was heißt Chase Race? Also es ist ein, zumindest für die DTRL, ein neues Format. Und das heißt, wir haben verschiedene Gruppen. Und die Gruppen sind nach Autokategorisierung eingeteilt von E, A, B, C, D. Also D sind die langsamsten. Ihr seht, da sind 141 Leute angemeldet. Die starten als erste 19.20 Uhr. Dann starten die Cs 4 Minuten später. Das sind schon 508 Leute. Das wird eine Katastrophe, glaube ich. B startet dann 19.27 Uhr. 719 Leute. Wahnsinn. Dann A, das sind Leute, die, naja, haben so eine FTP von ungefähr wahrscheinlich bis 4,9 Watt, glaube ich, sowas, pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind schon starke Fahrer, die starten nur 2 Minuten hinter B. Die müssen sich dann also durch dieses ganze B-Gewusel durchwühlen. Und zuletzt, 19.30 Uhr, startet die Elite. Die Elite, das sind richtig, das sind Elite-Fahrer. Hi André. Also Elite-Fahrer heißt Leute, die Qualifiers gefahren sind, zum Beispiel bei der Zwift UCI Weltmeisterschaftsqualifikation jetzt am Wochenende. Thomas Thrall zum Beispiel, der Kanadier, FDP, weiß ich nicht, 450 Watt. Stefan Kirchmeier, solche Leute. Die starten 7:30. Die große Frage ist jetzt, was ist die Strategie? Und ich glaube, man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Ich denke mal, um es mit den Worten von Jens Vogt zu sagen, lieber vorne sterben als hinten nichts erben. Ich glaube, es wird einfach darum gehen, in B zu versuchen, ganz weit vorne zu bleiben. So weit vorne wie möglich. Und wenn A's oder E's von hinten kommen, muss man sich dranhängen, sonst hat man ja schon verloren. Die Frage ist jetzt, ob es zwei Sieger gibt, sozusagen. Klar, einer wird als erstes über die Linie fahren, aber so wie ich das verstanden habe, gibt es trotzdem in jeder Kategorie einen Gewinner. Also derjenige, der bei B als erstes drüber fährt, ist der Gewinner von B. Das wird wahrscheinlich nicht ich sein, aber gut, irgendjemand wird es machen. So viel steht schon mal fest. Kommt es jetzt dann oder wird es dazu kommen, dass alle gleichzeitig ins Ziel fahren? Also ich sag mal so. I doubt it. Ja, I doubt it. Also ich glaube nicht, weil wenn sie das schaffen, also wenn WTRL das schafft, das so zu teilen, dass da alle gleichzeitig ans Ziel kommen, dann Chapeau. Also das wäre wirklich, wirklich stark. Ich glaube, die Elite, ja, André schreibt gerade, heute Nachmittag hat es D und E nicht nach vorne geschafft, ja. Okay, das ist krass. Das liegt vielleicht daran, weil die dann in B einfach irgendwann hängen bleiben. Weil das sind so viele Leute. Und du siehst ja nicht, in der Regel siehst du nicht, wo es dann aufhört.
Es ist ein Strom von Fahrern. Plus, was jetzt dazukommen wird, bei Swift sieht man nicht alle Fahrer. Ihr seht ja, hier jetzt auf dem Bildschirm, das sind ein paar verstreute Fahrer, aber die sind schon alle im Pen. Swift zeigt ja nicht so viele Fahrer an, deswegen wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass wir sehr viel Flackern sehen. Fahrer, die einfach anscheinend irgendwie zu verschwinden scheinen. Und das ist dann einfach, weil Swift die nicht darstellen kann. Das erste Rennen habe ich schon gewonnen, das ist nämlich das Rennen vorne in der Startlinie zu sein. Da war ich fix. Also das sollte schon mal gut gehen. Trotzdem glaube ich, das wird hier sehr hart. Das wird jetzt eigentlich so eine Art Zeitfahren auf 30 Kilometer. Denke ich. Also am Kommen, am Vorwärtskommen muss man gucken, dass man dran bleibt. Und in der Ebene, die da vorkommt, das geht so ganz leicht, diese S ist hoch. Aber wenn man es dann darüber geschafft hat, glaube ich, könnte es ganz gut sich ausgehen. Aber gut, ist alles Spekulation. Wir werden sehen, was sich ergibt oder was auch nicht. Genau, ja. Nee, so viel Zeit zum Reden werde ich nicht haben, Martin. Ich halte dann auch meine Klappe. So, die ersten müssten ja schon gestartet sein. 19.20 Uhr. Wir zoomen hier mal rein. Also die Grünen sind B. Dann die Roten sind A's. Blau ist C. Und Elite steht zum Beispiel neben mir, wenn ich das richtig so erkenne. Das sind dann die ganz starken. Ja, sonst Setup, fahrradmäßig. So Aero, also so Aero wie es geht. Cervelo, GT Swiss Scheibe. Wenn man schon in echt keins besitzt, kann man es wenigstens mal ins Swift reinmachen. So, also wir starten in 3 Minuten 15. Ja, danke Martin. Viel Erfolg kann ich gut gebrauchen. Ah, jetzt fahren die Cs. Ah, ich habe euch unten in der Videobeschreibung von dem YouTube-Video die Seite zum Swift Power Event Link oder den Swift Power Event Link gepostet. Das heißt, wenn ihr total nett sein wollt, dann könnt ihr da mal draufklicken für mich und gucken, ob die Live-Ansicht funktioniert. Das ist schon mal das Erste. Ich glaube nicht, also könnte sein, dass es zusammenbricht bei so vielen Fahrern. Und mir dann mal sagen, was die Estimated Arrival Time ist von den A's und E's. Ich glaube, auf der Karte wird man es nicht erkennen. Und könnte ganz hilfreich sein. Was auch noch eigentlich gleichzeitig stattfindet, ist die Übertragung des Rennens auf Swift Community Live. Das geht aber irgendwie noch nicht. Obwohl das 19.15 Uhr hätte anfangen sollen. Weil das habe ich hier mal parallel zum Gucken mit drauf gemacht. So.
Und los geht's. Wow. Das mag glitchy. Alter. Bleib da. Was soll ich da machen?
Also würde mich interessieren, was die anderen Fahrer so erleben. Aber ihr habt ja gesehen, die Fahrer verschwinden, ist der Draft weg. Keine Chance. Wow. Die As kommen. Jetzt schon vielleicht Krampf in der Wade. Start. Thank you.
Kann so nicht arbeiten. Schlecht. Was sind denn alle? Oh Mann. Spiel. Also ich glaube, da muss WTRL unbedingt viel mehr Slots einbauen. Ah ja. Ball. Oder wie schnell fahren die? Ich war da schon 50. Nee, nee, so geht das nicht. Und die Elite 400 Meter hinter mir. Ja, ich muss auf die nächste Gruppe warten, das hat ja keinen Sinn.
Das geht so nicht. Mann. Ach, kommt die Gitarre. Ja, jetzt ist rum. Abschluss ist Wahnsinn. Out of this fucking world. So. Kann ich jetzt mal ein bisschen mitrollen? Ja, auf Twitter-Follow oder hier im Rennen.
Brain Failure. Immer noch viel vorne. Ich bin jetzt wirklich kein schlechter B-Fahrer. Aber das hier ist. Boah! Alter! Immer noch Ds, die haben mich ganz schön lange gehalten. Bin ich wirklich so schlecht? 300 irgendwas von 462? Fühlt sich definitiv nicht so an. Fühlt sich viel härter an. Es geht eigentlich gerade auf. Auf Peloton. Meanwhile. Das ist beim Alten, glaube ich, so wie immer. Keine besonderen Vorkommnisse. Wir bleiben bei Swift. Echt, Eric Wynn, ich schreibe eine böse E-Mail an dich. Oder an Vodafone, oder an beide.
So, müssen wir jetzt mal überleben hier. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Der Abfahrt reicht immer genau nicht für den Supertakt. Oh, der C ist vor uns. Oh, 4 Kilometer, komm.
Ich habe natürlich kein Power-Up-Logo. Das will ich. Also. Wo sind wir da jetzt? Also Platz 265, naja. Aber hey. Ich glaube, man kann wirklich nicht sagen, ich hätte es nicht probiert, oder? Also in diesem Sinne, vielleicht bis zum nächsten Mal bei Fuck It Up. Ciao, ciao.